Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, Epic hat mal wieder gepatcht. Ja, wir sind jetzt bei 22:40 und nach langer Zeit gibt es mal wieder Paradiesaufträge. Das ist wieder wie ja vor Wochen schon. Wir müssen in den Bus einsteigen und dann abwarten, was uns Jonesy erzählt, und danach kommen dann Aufträge. Und wenn ich das hier richtig sehe, gibt es insgesamt 9 Stück und dafür gibt es dann immer schön 32k für 2 Stück, für 5 Stück, für 9 Stück. Und uns wird die Geschichte ein wenig weiter erzählt von diesem Kapitel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, bin ich mal gespannt, was Jonas hier uns zu erzählen hat. Wir haben bisher im Grunde auf den Start der nächsten Phase meiner Befehle gewartet. Stimmt gar nicht. Wir haben Version 1 bis 46 der Wissenschaftler-Rettungsmission ausgeführt. Nummer 47 wird es garantiert bringen. Das Übersetzungsgerät hat ein schwaches Signal empfangen. Das Paradigma ist zurück. Hier, Kim, baue diese neuen Signalverstärker um, du weißt schon, das Signal des Baums zu verstärken. Richte die Signalverstärker auf den Baum, damit wir Paradigmas Nachricht erhalten. So gut, das war ja gerade markiert auf der Map. Dann werde ich da mal hin. Da ist irgendwas. Ist gerade irgendwas gespawnt, ganz kurz. Jetzt. So. Da hinten ist es. Komm, lauf, Mutti. Wollen wir mal drehen hier? Na komm. Achso, muss man drauf kloppen, Gott. Dann hol ich mir. So, hier. So, ab ins Auto. Hab volle Waffe vergessen mitzunehmen. Wie doof. Kommt dann. Waffen kriege ich ja keine. Ich dachte, ich hätte vorne Waffe eingesackt. Oder auf Ironmans Fluggerät, wie immer man das nennen mag hier. Sieht das so ein bisschen. Oh, sieht das ein bisschen nach Iron Man aus. So, dann nehmen wir uns jetzt mal den High Octane und fliegen wir durch die Luft. Wird es bald nicht mehr geben. Ja, das ist schwer zu verkraften, aber so ist es nun mal. Ich habe einen Plan. Haltet euch bereit, ihn zu befolgen. So. Muss ich mal gucken. So, gibt's was Neues? Ne, ist das gleiche wieder in grün. Also auf neue Anweisungen warten. Wie immer. So, nächster Auftrag von Jonesy, oder? Die Vermutungen des Wissenschaftlers stimmen. Der Nullpunkt ist inaktiv. Ich muss ihn aufwecken und ich glaube, ich weiß wie. Ich brauche die Aufzeichnungen des Wissenschaftlers über den Nullpunkt. Wie ich ihn kenne, wird er die Daten einfach überall versteckt haben. Warum suchst du in einem Computer? Als Perfektionist vernichtet der Wissenschaftler ständig seine Aufzeichnungen. Er ist kompliziert und deshalb liebe ich ihn. Genau, Müllcontainer. Da hätten wir gleich drauf kommen können. Ich suche Müllcontainer nach der wichtigen, realitätsrettenden Forschung des Wissenschaftlers. Okay, Müllcontainer. Ich überlege gerade. Ja, da unten müssen Müllcontainer sein. Ne, oder? Ist natürlich kein Müllcontainer mehr. Mist. Hier ist auch keiner mehr. Ach, schade. Sehr doof. Gibt's noch einen Müllcontainer? Da ist ein Müllcontainer, wusste ich doch. Wusste ich doch, dass da ein Müllcontainer ist. Muss ich da mal ganz schnell rein. So, ist das jetzt durchsucht hier? Ach, der zählt nicht, weil ich mich dran verstecken kann, oder? Ich bin schon auf einem Müllcontainer, hä? Ach, jetzt? Also einmal rein, springen, Gott. Perfekt. So, die Aufzeichnungen stinken furchtbar. Ich weiß, dass du ihn liebst, Kim, aber der Kerl ist schon ein bisschen... rau und auch umgänglich? Ich wollte was anderes sagen, aber... nennen wir ihn als Kompromiss exzentrisch. Mal schnell mal gucken, was ich machen muss. Aber ich vermute... ich muss jetzt wieder... ich muss jetzt wieder aufs nächste Match warten. So. Mal gucken, was Jonesy jetzt erzählen hat. Fragt euch bestimmt, warum wir noch weiter kämpfen sollten. Schließlich werden wir nicht gewinnen.
Fragt Jones nach Projekt Schleifenbrecher. Er hält es für vertraulich, was nicht stimmt. Deshalb erzählt er auch dauernd davon. Vielleicht sollte man ihn so richtig ausquetschen, bevor er herausfindet, was streng geheim bedeutet. Gut, das war ja klar, dass wir mal zu Jones oder Jonesy müssen. Oder den Jonesy, so. Das sind ja mehrere Jones. Ich hoffe, dass der Richtige jetzt da ist, denn bei den Jonesys spawnt ja immer nur einer von den drei Kameraden. Früher waren es ja vier. Oder? Den haben wir hier. Habe ich zwei gekauft? Hatte ich jetzt was fragen, Herr Kollege? So. Hallo? Muss ich das rekrutieren? Aber ja, rekrutiere ich mal. Ich weiß natürlich nicht, ob das sinnvoll ist. Vielleicht habe ich jetzt auch den Falschen befragt. Keine Ahnung. Habe ich jetzt befragt? Ach, mit Agent Jonesy, das ist der andere. Ach, kacke. Das ist natürlich. Natürlich der andere Kollege, den ich befragen muss. Dumm. Hallo, hallo. Ach, da oben bist du. Sag mir, lass doch, Brudi. Weg, weg, dauert. Nein. 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 Greif mich, der blöde Gegner. Ich geschafft. Greif mich, der. Ich habe es ja in der letzten Runde leider nicht mehr geschafft ins Forschungslabor. Ich bin ja angegriffen worden, als ich Agent Jonesy befragt habe. Und dann ist er ja wild geworden. Weil ich ihn ja dummerweise auch noch getroffen hatte. Ich hatte ja zuerst den falschen Jonesy rekrutiert. Diesmal waren komischerweise zwei bei den Jonesys. Und wir dürfen jetzt ja hier in diese Forschungseinrichtung und für Kim irgendwelche Daten suchen. Oh, ich hoffe, das wird hier was. Die Jungs, Rudis und Schwestlis. Oh, ohne Waffe könnte das schwierig werden. Wo sind die Codes? Da kommt mir mit. Wo sind die Codes? Ah, die unter mir? Ein Code reicht. So, und jetzt? Computer. Ach so. Null eingeben. Null eingeben. Hä? Hey? Ach so, 53864, 53864, so. 5, 3, 8, 6, 4, fertig. Sehr gut, Jones wird das sehen wollen. So, und jetzt wohin? So, auf ein neues. Okay, wir wären dann soweit. Kim, bist du noch dabei? Die vorläufige Partnerschaft läuft noch. Alle Daten des Wissenschaftlers sind in meinem Laufwerk und ich bin unzerstörbar. Ich habe eigentlich nichts zu verlieren, außer euch. Ihr seid natürlich auch was wert. Wir müssen uns über diese Nullpunkt-Anpassungsanker mit der Energie der Insel verbinden. Sie müssen abgestimmt platziert werden. Gebt mir Bescheid, wenn deiner platziert ist, dann platziere ich meinen. Gut. Mal gucken, wo das ist. Ist das da auf dem Turm drauf? Daneben. Was? Wie immer. Klassiker hier. Das ist voll der Anker hier, oder? Wo ist der? Wo ist der Anker? Ist auf dem Auge hier. Wo ist das Ding? Hier? Hä? Krieg ich jetzt den Anker her? Ach, da. Charlie ist das hier. Hä? Das ist der Anker? Hallo? Ach, Tanze! Das ist mit Platzierung mal supi. Hallo? Jetzt habe ich da getanzt. Jetzt hier weg hier. Ach, und jetzt bei Fort Jonesy. Supi, wie soll ich. Boah. Könnte schwierig in dieser Mission werden. Auto habe ich doch mal so ein Auto. Da wohl auch ein Charlie ist, Anpassungs-Charlie. Ja, Moment.
ist die Banane. Da unten ist irgendwas. Moment. Wo ist das? Oh, ich kork jetzt hier. Auf dem Berg drauf, ich vorbeigefahren. Mist. Na komm. Und nur eine Pump. Na egal. Wo ist das? Da. Ach, die Katze. Diese Anker halten uns entweder zusammen oder zerreißen alles. Absolut alles. Schuss. Alles wird gut. Ja, ja, alles wird gut, Brudi. So, auf ein neues. Also, wie wollen wir dem Paradigma die Forschungsdaten schicken? Ich könnte sie wie ein Hörbuch vorlesen. Datenpunkt 1. Wertebereich. Klammer auf. Minus 4. Semikolon. Plus 8. Klammer zu. Fantastische Idee, aber es muss einen Weg geben, alles auf einmal zu schicken. Wir sollten untersuchen, wie der Nullpunkt kommuniziert. Vielleicht anhand von Energiesignaturmessungen. Hol dir einen Sensorrucksack und sammle Energiewerte bei Loot Lake. Ja, das hatten wir ja schon mal. Gefährlich ist, Sensorrucksack holen und dabei nicht sterben dürfen. Oh, Haus. Ich glaube, das Haus ist immer oben offen, oder ist ein Gegner dran? Egal. Ich riskiere es jetzt, muss ich noch. Das Schild schon einer Mist. Ach, dumm gelaufen. Was denn des Wortes? Mann, das ärgert mich jetzt tierisch. Ich könnte mir vorstellen, dass da jemand wartet. Oh, tot. Oh, egal. Ich könnte mir vorstellen, dass da wieder Camper sind, die nur warten, dass man sich die Rucksäcke holt. Ja, ich glaube, beim letzten Mal musste man hier hin und den Rucksack abliefern. Richtig. Musste man ihn nicht holen, sondern... Ja, was das steht denn jetzt hier? Mann! Hier drin. Da drin. Gut. So, und jetzt müssen wir nach Loot Lake Signaturen aufsammeln. Wie gesagt, was Ähnliches gab es ja schon mal. Und dann wahrscheinlich wieder wegbringen, nehme ich an. Hä? Okay. Hallo? Da muss ich. Ach so, war das eigentlich. Jetzt brauche ich noch eine Waffe. Macht vielleicht auch noch Sinn hier noch. Und die Laute erpiept. Ah, jetzt wird sogar angezeigt. Beim letzten Mal wurde sie mich nicht angezeigt. Gut. Sehr gut. Also, bin ich hier eine Signatur drin? Hä? Unter mir? Da ist eine. Na komm. Achso. Mir werden sie angezeigt. Perfekt. Im letzten Mal wurden sie mich nicht angezeigt. Da hat sie mich nur gepiept. Hier ist die nächste. Im Feuer. So. Und jetzt die nächste ist wahrscheinlich eben. Das piept wieder. Boah, jetzt habe ich natürlich noch Gegner am Start. Ist klar! Siehst du, ich hab's doch gewusst! Dass hier wieder. Verschissene Camper rumcampen! Als hätte ich es geahnt. Sehe ich natürlich nichts. Wo ist diese. Beim Wasser? Jo. Ken, ist da was Brauchbares in den Messwerten? Nein. Soll ich es doch mit dem Hörbuch probieren? Ich hoffe, dir hat die Präsentation gefallen. Wie gesagt, das ist gefährlich. Sowas ahne ich ja immer. Und auf ein neues. Könnten die Kommunikationsmöglichkeiten des Nullpunkts vielleicht mit den Sturmphasen zusammenhängen? Oh, das wäre interessant. Und? Sagst du es jetzt? Ja, ja, natürlich. Der Wissenschaftler wäre sehr stolz auf dich. Sag es nächstes Mal gleich. Ich werde Equipment zum Messen von Nullpunktwerten aufstellen.
Du musst nur den Sturm überleben. Gut, das heißt, wir Sturmfahren, das kann natürlich ein bisschen dauern, bis die überlebt sind. So, das ist schon Phase 1 überlebt, das ist in meiner Augen das Quatsch, denn das ist eigentlich keine echte Phase, aber gut. Scheinbar ist das für Epic auch eine Phase an neuestem. Das wäre dann gleich die zweite Phase überlebt. Hier wird gefightet. Oh, gehe ich ins Gebiet verloren. Kann ich ein bisschen gucken. Heal habe ich genug. Oh, zweite Phase überlebt. So, Phase Nummer 3. Ich denke mal, ich bleibe hier. So, auch überlegt. Lebt. Jetzt kann ich weiterspielen. Ja, und nochmal das Ganze. Ich weiß, es scheint unmöglich, aber findet jemanden mit dem richtigen Verständnis? Verständnis? Kim? Kennen wir, wen der Baumisch spricht? Da ist dieser komische Kauz mit seinen Flugblättern. Bushranger, finde ihn! Ja, es wiederholt sich. Mit Bushranger mussten wir beim letzten Mal auch schon sprechen. Saatkörner. Was für Saatkörner? Gucken, wo ich die habe. Was ist das für Saatkörner? Schnell gucken. Was für Saatkörner, Leute? Was für ein erster Baumsamen? Ach, Greasy, gut. Müssen wir schnell hin. Das wird jetzt Phase 3 sein von 4. Und der andere Ort wird so weit weg sein, den schaffe ich jetzt wahrscheinlich nicht. Nehme ich an. Da kann ich so pflanzen, aber muss ich... So. Oh, Bäumchen raus, Gott. So, guck. Stellen wir hier rein. Ja, es war klar. Dass ich über die halbe Map muss, das habe ich mir schon fast gedacht. Glaube ich, der nächste schon hin, oder? Wo ist es? Fertig. Tschüss. Hey, ja. Kim. Danke für alles. Beste Freundin. Das war's jetzt? Nee, glaube ich. Das geht mir zu schnell. Nee, ist dann noch nicht. Nur Freundin. Okay. Ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Dafür müsst ihr Bushi eine Medaille geben. Oder Baumschmuck. Dank ihm haben wir es doch geschafft. Dank euch allen. Was ist das jetzt? Wir jetzt alles Nötige haben. Bleib stark. Ich will mal gucken. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und das war's jetzt. Cool. Paradigma. Over and out. Prost. Ich guck gleich. Mal gucken, ob es das war. Ja. Jo, ich hätte es nicht gedacht. Das waren die Paradiesaufträge. Perfekt, ja. Dann spiele ich noch ein bisschen weiter. Sagt danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.